Dieser Boxenshop dauerte unerwartet lange. Dafür war er sehr effektiv, denn wir haben neue Reifen drauf. Jetzt geht's los. Gran Turismo Sport mit Florentin Will und mein Name ist Schnelligkeit. So sieht's aus. Yes! Herzlich willkommen hier in der Box im Rennfahrstall von Rocket Beans TV mit den beiden flinksten Gesellen, die jemals Asphalt gerochen haben. Fabian Kran und meine Wenigkeit. Wir sind wieder hier und wir sind heute soweit. Ja, es hat lange gedauert, ich weiß. Wir mussten erstmal auf zarten Füßchen uns raustappen auf die Rennstrecke. Aber so wie ich das sehe, ist heute der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die Fahrschule abschließen werden. Ja, wir kriegen den Lappen und ab dann werden wir alle Regeln ignorieren. Wir machen, was wir wollen. Bremsweg berechnen. Scheißegal, wir fahren, wohin wir wollen. Heute ist der Tag gekommen, denn wir machen ernst. Wir machen ernst, aber wir machen ernst auf allen Ebenen. Auch, weil ja. Es gab bei der letzten Folge ja die ein oder andere Verwirrung am Anfang. Es gab die ein oder andere Diskussion. Es gab den ein oder anderen Kommentar. Es gab aber auch menschliche Aussetzer. Es gab nicht nur fahrtechnisch Aussetzer, sondern auch menschlich. Ja. Fabian Krane war in der letzten Folge komplett besoffen, stockbesoffen, komplett rübevoll. Ich hab's nicht sofort bemerkt, weil ich Fabian sonst auch nicht kenne, aber in dem Laufe der Sendung hat es sich dann immer weiter herauskristallisiert, dass Fabian Krane einfach die Lampe anhatte. Ja, genau. Und wir unterstützen das natürlich nicht, denn bei uns gilt natürlich der alte Spruch, don't drink and don't drive. Das gilt natürlich auch für virtuelle Autofahrten. Auch da bitte die Promillegrenze respektieren. Eine Sache, Disclaimer, drink und nicht drive ist in Ordnung. Ja. Aber und drive. Genau. Ohne Drink ist eigentlich auch in Ordnung. Eigentlich müsste es heißen Drink or Drive. Ja. Drink or drive. Drive. Ja. Eins von beiden. So, genau. So, und ich habe gesagt, Florentin, du hast völlig recht. Du hast völlig recht. Und wir müssen da, und wir sind ja auch gut befreundet, das wissen Leute da draußen, aber Vertrauen ist natürlich gut. Aber Kontrolle. Finde ich aber gut, dass du die Verantwortung auch annimmst und jetzt nicht irgendwie sagst, ach, ich lass mir da nichts erzählen. Nein, du bist ein verantwortungsvoller Trinker und deswegen finde ich es auch gut, dass du der Verantwortung da wirklich auch in den Rückspiegel schaust. Genau. Und deswegen, liebe Community da draußen, haben wir von eurem Geld aus dem Rocket Beans Supporters Club einen Promillemesser gestellt. Sehr gut. Finde ich gut. Die Wissenschaft lässt sich nämlich nicht belügen, wie so mancher gute Freund. Und deswegen, damit das nicht mehr vorkommt wie letzte Woche, werden wir ab jetzt regelmäßig Drogentests machen und vor jeder Fahrt einen Alkoholtest. Und ich bitte dich bitte einmal zum Test. Einmal an die Röhre bitte. Erklär mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ja, also man macht das Röhrchen hier rein, damit du es auch gleich weißt. Du hast natürlich ein eigenes Mundstück. Corona-technisch natürlich sonst schwierig, wenn wir hier dieselben Mundstücke benutzen wollen. Würden. Ja. Wir starten das Gerät. Ich habe mich hier schon ein bisschen eingelesen in die Gebrauchsanweisung. Müssen wir da erstmal eine Fahrschule dafür machen? Wir müssen erstmal eine Fahrschule für den Alkoholtest machen. Und warte mal ganz kurz. Aber jetzt mal ganz kurz, bevor du den Test machst, ist natürlich auch Ehrlichkeit das höchste Gut, auch wenn wir mittlerweile Technik zur Verfügung haben, um das zu korrigieren. Wie viel hast du denn heute schon getrunken? Mal als Selbsteinschätzung. Ja, also dazu muss man tatsächlich Folgendes sagen. Ich habe heute Mittag zum Mittagessen. Nein. Nein, 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 nein. Ein alkoholfreies Weizen. Okay. So. Und ob das wirklich alkoholfrei war? Und ob das wirklich alkoholfrei war, das. Der Kellner hat gesagt, es ist alkoholfrei. Die Ausreden kennen wir alle. 0,0. Wirklich? So. Wir schalten das Ding jetzt mal an und dann sagt das, dass er sich das 15 Sekunden den Countdown runterzählen lassen soll. Und dann soll ich 4 Sekunden. 4 Sekunden, okay. Pusten. Aber ganz kurz, also wie viel Promille ist man nicht mehr fahrtauglich? 1,1 hatten wir, glaube ich. 1,4? Also um es mal in so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ab 1,4 ist man straßenuntauglich. Ja, weißt du, das müssen wir. Ich glaube, der zeigt das sogar an mit grün, ja, gelb oder und rot. Ja, ab 0,05 Promille. 0,05 Promille, alles klar, gut. Dann zeigt das rot an. Jetzt mach mal bitte 4 Sekunden. Boah, das ist lange, oder? Kann man 4 Sekunden lang durchgehend da reinpusten? Okay, Countdown läuft. Kann man es sehen hier? Nee, ne? Countdown läuft. Florentin macht das gleich für euch nochmal, wenn er das macht. Ja, ja. Und dann musst du 4 Sekunden lang reinpusten. Wenn der dann hier auf Start jetzt gleich. Aber wo geht das hin? Wo geht die Luft hin? Jetzt geht's los! Ja, kannst du mir mal geben?
Oh, wir sehen 0,0 Promille. 0,0 Promille sind hier angekommen für Fabian Krane. Du yes! Ich darf fahren. Fahrerlaubnis erteilt. Sehr gut. Ich mach's ab. Da musst du dich anfassen. Sehr schön. Finde ich gut. Und, aber mich brauchen wir nicht. Nee? Nee, ist okay. Sicher? Nee. Ist okay. Ich brauch keinen. Wirklich nicht. Passt schon. Okay, los geht's. Okay. Fabian! Das kannst du mir doch nicht durchgehen lassen. Nein, du musst auf jeden Fall. Freunde lassen Freunde nicht stockbesoffen Auto fahren. Es ist deine Verantwortung, dich darum zu kümmern. Scheiße. Meine Güte, du lernst aber auch nicht dazu, Mensch. Ich wäre eingestiegen, wenn du gesagt hättest, ich fahre uns nach Hause. Ich habe nämlich heute mal schön einen Kasten Wodka getrunken, um zu sehen, ob Fabian das merken wird und ob es mir durchgehen lässt. Test nicht bestanden. So, jetzt gib hier den Rüssel, du. Mach Hand auf. Darf ich mir einen auswählen? Ich will. Komm. Die Sendung ist gleich wieder vorbei. Oh! Okay. So. Ne, 2 Sekunden. So. Loslassen. Drück nochmal 2 Sekunden. Jetzt. Du hast den so jetzt überwältigt. Und jetzt runterlaufen lassen. Okay, wir sehen einen 15-sekundigen Countdown. Es ist vielleicht der spannendste Fernsehmoment 2021. Aber man muss dem Ding natürlich auch so ein bisschen Anlauf geben. Das ist ganz wichtig. Und dann sehen wir gleich. Oh, was habe ich denn heute? Das Ergebnis? 0,0! Sehr schön! Fahrtauglich, wunderbar. Los geht's! Los geht's, fahrtauglich. Und natürlich, wir haben letzte Woche nämlich mitbekommen, dass unser Setup vielleicht nicht ideal ist. Denn der Rennfahrer von heute will natürlich auf der Strecke so schnell und wendig sein, wie es geht. Aber er will fest und sicher im Sitz sitzen. Und da wir hier diese agilen Rollstühle haben, die natürlich für alle anderen Sendungen ideal sind, aber nicht zum Rennfahren, haben wir natürlich unseren guten Freund und Assistenten diesen Hocker hier benutzt. Tommy Stuhl. Denn ein gutes Team lebt natürlich auch von guter Ausrüstung. Den können wir hier so schön hinter uns bocken. Und damit sitzen wir ganz fest im Sitz und können auch schon losfahren. Na, obwohl. Na, ist ein bisschen zu weit weg. Können wir. Ist zu weit weg. Ich hole einen anderen Stuhl. Ich hole noch einen. Wir können schon mal ganz kurz reinschauen. Also, das haben wir alle schon geleistet hier in der Fahrschule. Vielleicht erinnert ihr euch letzte Woche an Haarnadelkurve 2, Haarnadelkurve 1, unvergessliche Erinnerungen. Und hier werden wir heute unseren großen Abschlusstest ablegen. Anfängerabschlussprüfung, Zeitrennen über eine Runde. Heute das erste Mal Rennen, also in diesem Flaggschiff-Rennformat auf Rocket Beans TV, wird heute nach 20... Ah, genau, der war's. Genau, es war nicht der Hocker, es war der andere. Also wir machen hier nochmal einen kleinen Boxenstopp und danach geht's los. Fabian, wir machen heute. Ist das zu weit weg? Vielleicht beide? Machen wir beide? Mal beide. Ja, na gut. Leg mal vielleicht den Hocker auf den Stuhl längs drauf. Das ist natürlich der Boxenstopp-Teil. Oh ja, oh ja, das ist gut. Das ist perfekt. Das ist ideal. Kannst das du mal kurz die GoPro Racing-Pose so einstellen, dass man das sehen kann? Ich weiß nicht, ob wir das machen. Achtung, hier. Oh, mal kurzer Blick hinter in die Boxenstopp. Hier, man kann sehen, der Hocker ist platziert, also perfekt. Also für alle, die das zu Hause nachbauen wollen, können das tun. Und, oh, jetzt ist natürlich die Regie wieder unglücklich. Da werden jetzt wieder flache Hände an Stirne geschlagen. Aber es geht los. Ihr seht es hier, die Abschlussprüfung. Wir werden heute unser erstes Rennen fahren. Ja, sehr gut. Freue ich mich drauf. Wir steigen einfach mal ein. Wir haben schon eine ganze Menge gelernt zum Thema, wie fährt man Kurven, wie funktioniert das alles. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich die erste komplette Strecke. Kyoto. Los geht's. Kyoto. Okay, wir müssen noch laden. Wir sind in Japan unterwegs. 50 Sekunden. Das ist, glaube ich, die mit Abstand längste Strecke, die wir je gefahren sind. Ja, bis auf einige Passagen, die ich mal so gefahren bin. Gut, natürlich. Der Schotterweg kann dann schon ein bisschen länger dauern. Und
Ja, ich bin gespannt. Also es ist natürlich jetzt, glaube ich, schwer reinzukommen. Für mich hat Rennfahren natürlich diese perfekte Melange aus Kopf, Herz und Hirn. Ja. Und weil natürlich, klar, da ist eine Menge Mathematik drin. Irgendwie Einfallswinkel, Asymptote, B-Symptote, C-Symptote. Da haben wir auch gute Videos für zu. Kommen wir gleich zu. Ja. Jetzt schauen wir uns erstmal die Strecke an. Denn mein Vorsatz ist, ich will die Strecke erstmal ganz langsam fahren. Ganz locker. Ganz locker. Und sie mir erstmal angucken. Guck mir die erstmal an. So, hier geht's los. Wir können hier schon mal so ein bisschen. Das ist jetzt ist die 50er-Zone vorbei. Wir haben den Ort verlassen. So, und wir sind jetzt hier schon mal. Okay, also wir haben hier erstmal eine lange Kurve. Da kannst du Gas geben, glaube ich. Und das ist der Scheitelpunkt. Okay, gehen hier raus. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ah ja, genau. Wir haben gelernt, innen, außen, innen. Oh, okay. Einmal rechts, links. Also eine coole Strecke, gefällt mir schon. Oh, das war's noch nicht? Oh. Ah, verdammt nochmal. Okay, die ganze Familie ist gekommen zur Abschlussprüfung und sieht mich jetzt natürlich hier hinfahren. Und du hast deine Gitarre wieder nicht gestimmt. Okay, also ich sehe schon, wir haben alle verschiedenen What? Warum bin ich denn so weit? Okay, na gut. Unter einer Minute war mein Ziel. Okay. Alles klar. Erstmal Vollgas natürlich, außen, innen, außen. Ah, wir müssen schalten, das ist natürlich klar. Innen. Innen. Ah, vielleicht ein bisschen zu innen. Ja. Aber das ist eine lange Kurve, da darf man es echt nicht übertreiben. Und jetzt will ich hier so ein bisschen runtergehen, oder? Jetzt ist die Frage. Hier wieder runter, okay. Hier muss man bremsen. Boah, das ist aber schon. Und jetzt, glaube ich, kann man hier so ein bisschen durchballern. Ich glaube, da ist dann egal. Ja. Ich glaube, da geht's. Komm, 50, zieh! Okay. Okay, Bronze schon mal drin. Aber mein Ziel ist heute wirklich auch mal gerne zu langsam durchfahren. Lieber als dann rauszufliegen. Okay. Mann, dieses ganze Update-Ding. Müssen wir jetzt nach jedem Rennen dieses dumme Update wegklicken? Krane. Puh. Ich ruf da an. Ja, jetzt gib mal Gas jetzt. Vermeiden Sie Fehler, stand da. Das ist, glaube ich, generell ein guter Rat. Mhm. So, dritter ist, glaube ich, eine gute Benchmark. Nein, hochschalten! Jetzt glaube ich, muss man hier einen Ticken bremsen, oder? ABS ist an. Ich glaube, wir werden diese Strecke nie vergessen. Oh, da, das war der Bremspunkt. Das ist der Bremspunkt. Übrigens, einer hat im Forum geschrieben, dass man beide Füße also benutzen sollte. Nein, das darf man nicht. Doch, nein, hat er aber geschrieben. Nein, das darf man nicht. Hat er geschrieben? Nein, ich habe in der Fahrschule gelernt, links auf Bremse, rechts auf Gas. Du darfst, nee, das geht nicht. Ja, aber er hat geschrieben, also Lulululu hat geschrieben, da man die Füße nicht sieht, weiß ich nicht, ob ihr das schon macht, aber haltet den linken Fuß immer auf dem Bremspedal, um sofort die Bremse steigen zu können, nein. Weil dein linker Fuß ist ja daneben. Nein, das darf man nicht. Nee, darf man jetzt nicht. Jetzt kommt gleich die große Bremsaktion. Ja. Zwar ist vielleicht ein bisschen. Ah, nee. Okay. So, und jetzt sind die Schlangenkurven, da kannst du, glaube ich, echt ballern. Mhm. Ja. Fuck! Das wäre eine gute Zeit gewesen, Mensch! Ah, ich war zu gierig. Okay. So, und irgendwas, wir sollen wenn ihr die Stoßstange oder die Cockpit-Perspektive wechselt, habt ihr ein deutlich besseres Gefühl für die Geschwindigkeit und das nach außen Tragen des Wagens in den Kurven. Ich glaube, da darf man nicht Vollgas geben hier. Aber du solltest schon mal hochschalten. Ups, falsch rum geschaltet. Passiert den Besten. Aber ich glaube, hier darf man nicht zu schnell sein. So, und jetzt kommt die Bremsinger. Jetzt bremsen. Jawohl! Ja,
Geht, geht, geht! Fucking Pylon! Zieh, zieh, zieh! Was? Nein, mir vorbei! Wo kommt der denn mit deiner Geschwindigkeit her? Der ist schnell aus der Kurve raus, vielleicht. Boah, das ist aber anspruchsvoll. Ey, das ist aber. Hör auf. Ich werd wahnsinnig. Dieses dumme Menü macht mich fertig. Okay, aber ey, so ein Rennfahren macht ja echt auch schon Spaß. Ja, ja. Also nicht immer dieselbe Kurve zu fahren, sondern mal drei verschiedene Kurven zu fahren. Aber du glaubst an vier hier vorne? Ja. Reiner. Siehst du, bist jetzt schon schneller. Jawohl. Jawohl. Ja, das reicht. Vier gut. Vier gut. Jawohl, bist gut drin. Rein aufs Bremse. Ja, zu spät rein. Ah, drei ist auch zu hoch, glaube ich. Fuck. Ja. Geht, geht, geht. Hauptsache, du fährst nicht gegen die... Der kommt nicht mehr, der kommt nicht, der Depp! Hahaha! Silber. Okay, also, muss man sich da echt bei jeder Kurve die Gangzahl merken, oder was? Ich glaube schon, ja. Hat der Rennfahrer immer... Ja, hat er so eine Liste, ja. Du hast ja oft auch noch den Typen, der daneben sitzt, ne, beim Rallye. Ja, beim Rallye, aber ja nicht in der Formel 1. Und das ist ja unser Ziel. Naja, wir haben letzte Woche gemerkt, dass du schon klar auch in einer Rallye-Tradition unterwegs bist. Walter Röhrl war ein Thema. Davor noch nie in meinem Leben gewesen, aber letzte Woche schon. Ja, so viel zum Thema 4 übrigens. Ja, der vor dir fährt auch im vierten, ne? Langsamer. Ignorieren der Streckenbegrenzung. Kannst du abbrechen. Du wirst runtergestuft. Er hat nicht nach außen gegangen. Ja, ja, aber ich glaube, da muss es echt die 2 sein in der Kurve. Ja, vor allen Dingen musst du nach außen gehen. Außen, innen, außen. Ah ja. Ah ja. Außen, innen, außen. Schwierig. Aber ich bin schon mal froh, dass ich nicht komplett weit fern habe. Das ist die Abschlussprüfung, ne? Ja. Man blinkt, man blinzelt mit X. Nee, wie heißt das? Lichthupe? Lichthupe. Geh noch ein bisschen nach außen. Außen. Innen. Mich das nervt, dass der Typ jetzt schon schneller ist als ich. Ist gut. Fuck, fuck, fuck. Ja, die ist schwer. Der Teil ist nicht so leicht. Nach außen, geh nach außen, geh nach außen und bremsen. Ja. Ja! Ich will da nicht so viel Gas geben, Makransen! Tu es, zieh, zieh, zieh! Ist das Gold? Nein! Oh Gott, das war knapp. Moment, aber willst du mir sagen, dass man in dem Spiel längere Strecken fahren kann? So richtig länger? Weil das ist schon ganz geil. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist... Warum muss ich das jedes Mal sehen? Ich glaube, wir haben... Guck mal, ich kann hier blinken. Ich glaube, wir haben keine Internetverbindung gerade. Egal. Deswegen sind wir analog unterwegs. Ja, sauber. Jetzt schon schneller. Jetzt schon schneller. Warum? Sauber. Ja, ja, ja. Bin nicht so mutig wie der Typ. Nach außen, nach außen, nach außen! Fuck! Ah, war das ist ein fucking Racing-Genie. Wer auch immer in dem roten Wagen sitzt, das ist ein Held. Ist eine Legende, ist das. Kriegen wir den ans Telefon. Unser erster Interviewpartner. Können wir Ingame hier im Studio ein bisschen lauter haben, bitte? Guck mal, damit aber Achtung, ganz auf X kannst du die Scheinwerfer anmachen übrigens. Okay, geil. Auch im Spiel? Jawohl. Jawohl, Florentin, jetzt packst du's. Oh, zu innig. Schiebig. Oh, das war wieder ein Röhrenliger. So, jetzt nach innen ziehen. Jawohl.
Und jetzt schön außen bleiben. Schön außen bleiben. Und bremsen. Jawohl. Mann! Nicht. Mann, die Kurve ist... Die fucking Kurve. Dieses Rennen, es ist so schwer, weil du halt Kurven fahren musst, ne? Viele Leute denken immer, nee, du musst geradeaus fahren. Aber nein, du musst ja die Kurven auch fahren. So sieht's aus. So, jetzt leg dich rein in die Kurve. Schön geradeaus, Ideallinie außen, innen. Hochschalten, sehr gut, das machst du sehr gut, wie du dich anschmiegst, an die Kurve ran. Sehr gut. Enger nehmen. Ja, ich lenk so schwer, wie ich lenken kann. So. Jetzt Ideallinie. Ja, wie soll ich das fahren? Nach innen ziehen, sehr gut. Und rüber ziehen. Sehr gut, Fluch. Jetzt hast du sehr, sehr gut. Außen bleiben. Bremsen. Aber nicht zu spät. Nicht zu spät. Ich habe jetzt zweimal habe ich zu spät gebremst. Innen, du bist noch im Rennen. Jawohl. Zieh. Gas. Der zieht. Schalt hoch. Das ist Schalt. Ja. Was? 29.000stel. 100.000stel. Hundertstel. Meine Herren, ey. Später. So, jetzt lass uns bitte das kurz mal klären. Jetzt. Nein. Oh, ich bin dumm. Die Update-Datei wird installiert. Nee, geht doch. Ja, jetzt patchen die irgendwas um, weil wir zu krass sind. Wir müssen jetzt reagieren. Die um auf fly. Elektroenergie oder was? Oh, nee. Oh, shit, jetzt sind wir raus. Abspann. Walter Röhrl, vielen Dank an Walter Röhrl. Walter Röhrl präsentiert. Hau mal so ein paar Zitate von Walter Röhrl raus. Das ist bestimmt so ein Kulttyp, der auch immer schön dann so gute Zitate rausgeballert hat. Also irgendwer hat geschrieben, dass er E-Autos leugnet. irgendwo. Mit Strom fahren geht nicht. Kleiner Funfact, die ersten Autos waren Elektroautos. Walter Röhrl Zitate. Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe. Das ist ein geiles Zitat. Walter, lebt der noch? Können wir den einladen hier mal? Wir müssen jetzt leider das Intro anschauen. Ich kann leider nichts tun hier dagegen. Ich wurde für ein Update gewarnt, ich glaube, der lebt nicht mehr. Das ist übrigens ganz kurz. Das ist übrigens Gran Turismo E-Sport. Also das sind die besten digitalen Rennfahrer der Welt. Einer von denen könnten wir vielleicht sein. Der lebt noch, der ist 74. Alter, wenn wir wirklich den Röhrlinger hier kriegen, let's play. Kennt ihr einen in der Community? Wohnt einer in seiner Straße oder so? Kann ihn meinem Supermarkt. Hört ihr manchmal so laute Motorengeräusche und schmissige Zitate? Oder der hat aber noch mehr gesagt. Leute, ich kann leider wirklich gar nichts machen. Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf der Seitenscheibe. Das ist ein echter Röhrl einfach. Oh Leute, niemals Update. Niemals auf Update klicken. Niemals. Den verstehe ich nicht. Bau mir den Überrollbügel raus. Ich will Porsche testen, aber nicht auf dem Dach fahren. Okay, ein sehr selbstsicherer Fahrer, glaube ich. Ja. So, jetzt ist er vorbei. Jetzt auf geht's. Gesendet bei Walter Röhrl. Nee, The Maestro, Lewis Hamilton. Nein, komm bitte, lass mich doch die Cutscene überspringen. Jetzt kann ich überspringen. Okay, alles klar, los geht's. Bitte. Oh Leute, könnt ihr mich bitte einfach fahren? Okay, das scheint ein guter Geselle zu sein. Solche Fahrer wie wir waren, die gibt es heute nicht mehr. Heute sind das nur noch von der Industrie ferngesteuerte Marionetten, die sie nicht sagen dürfen, was sie denken. Einem wie mir würde man nach 14 Tagen die Lizenz wegnehmen und ihn rauswerfen. Das ist natürlich der Vorwurf kann natürlich auch auf uns zutreffen. Ja. Ich glaube, Röhrl würde uns vorwerfen, dass wir von der Industrie gesteuerte Fahrer sind, glaube ich. Ja. Meinst du? Falls Industrie Bock hat, mich zu steuern. Ich lasse mich steuern. Jederzeit. Also ich kann jede. Wenn ich dann gewinne, steuert mich. So, los geht's jetzt. Jetzt holen wir Gold. So, sorry für diese kurze Unterbrechung. Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen. So, jetzt Achtung, nochmal ganz wichtig, die zweite Kurve ist die schlimmste. So, ich gehe hier runter auf 4. So, und jetzt kommt die Bremseroni-Nummer. Achtung. Ja. Wir kennen ja die Sachen, ne? Wir kennen die Basics, ja.
Scheint aber auch noch knifflig zu sein, diese letzte Kurve, ne? Ja, man darf halt nicht zu schnell sein. Schade. Ganz kurz, der Walter Röhrli, der Röhrlinger, ganz ehrlich. Wenn man mal in mein Alter kommt, ist im Dunkelfahren gar nicht mehr so lustig, weil da sieht man nicht mehr in der Nacht. Ich habe in der letzten Zeit oft überlegt, ich könnte eigentlich noch Weltmeisterschaft fahren, weil die fahren immer nur am Tag, diese Weicheier. Ich weiß nicht, ob das eigentlich einer ausgedacht hat, aber ob das wirklich stimmt. Ich glaube, man muss hier leicht vom Gas gehen, leichtes Angasen. Über selbstfahrende Autos, das ist ein weiterer Schritt. Achtung, Achtung, jetzt. Der Menschheit. Ja. Nein. Ja, du hast recht. Ich weiß, was du jetzt sagst. Ja, nicht außen gewesen. Ich lenk zu früh ein. Ja. Bucket! Du sagst, ich lenk zu früh ein bei der Kurve. Ich komme nicht genug von außen. Ich muss von außen und dann wirklich im letzten Moment bremst. Aber das Problem ist ja, es hängt ja alles zusammen. Wenn ich zu spät, zu früh lenke, heißt es, dass ich auch zu früh bremse, weil ich lenke ja sofort, nachdem ich ausgebremst habe. Also eigentlich müsste das die Kritik lauten, du bremst zu früh. Aber gerade habe ich viel zu spät gebremst, also es ist immer... Aber warst du auch auf der Ideallinie? Warst du ganz außen? Außen, innen, außen? Na, das weiß ich nicht. Ja. Damals habe ich immer zu den Alten gesagt, wenn sie von vergangenen Zeiten geredet haben, ihr Spinner, heute mache ich das Gleiche. Im Grunde ist es für mich nur wichtig, dass ich überzeugt bin, dass ich zur richtigen Zeit gefahren bin. Oh, der war nicht schlecht, glaube ich. Aber ich glaube, der war ganz gut. Jawohl! Zieh! 27! Ja, da ist es doch! Schön Gold rein! Abschlussprüfung bestanden! Jetzt will ich dir noch eine gute Zeit vorlegen. Ich will noch eine gute Zeit vorlegen. Einmal noch schön, einmal noch für die Galerie. So, was macht der Chat? Florentin Röhrl. Mehr Curbs mitnehmen. Das dauert. Ab auf die Nordschleife. Kommt auch mal später in 24-Stunden-Rennen, schreibt sie Jürgen Hund. Ja, habe ich fest vor. Ich habe noch nicht die richtigen Leute zusammen, aber ich hätte mega Bock. Ladet Smudo ein. Spielt der Rennsimulatoren? Zieh! Warum ist der schneller? Bisschen besser! Stark! So, jetzt kümmere dich da mal darum hier. Ich hab nämlich meinen Lappen schon. Ich bin der unangenehme Freund aus dem Freundeskreis, der als Erster den Führerschein hat. Und das schön jeden wissen lässt. Und Krane, ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen geguckt hast, wie das mit den Gängen läuft. Das wird sich wieder komplett. Wir machen der Community jetzt mal ein Angebot hier. Guck mal, pass auf. So, Freunde. Ihr kriegt jetzt hier was richtig Exklusives. Oh, die Fußcam oder was? Paul, jetzt musst du nur noch drehen. Warte. Wenn du das Bild jetzt drehst. Das will niemand sehen. Was denkst du, wie denn Drehen funktioniert? Das ist ja nicht beleuchtet. Man sieht das nicht, Krane. Das ist doch niemand interessiert was. Nein. Das, Community, das macht mal hier Monkastier in Städt, wenn ihr das sehen wollt. Wer will das denn sehen? Ja, das will ich sehen. Das schaue ich mir an. Das musst du einmal um 180 Grad drehen? Es ist doch nur zu dunkel, Krane. Daran ändert das doch nichts. Doch, das geht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was du hier vorlegst, mein Lieber. Kleiner Spaß. Kleiner Rennfahrerhumor. Da müssen wir uns eh noch einarbeiten in die Humorebene von Rennfahrern. Weil, na klar, wir haben jetzt so ein paar Basics Worlds drauf, aber ich weiß noch nicht, ob wir so im Boxenstopp-Gespräch mithalten können, was den Humor angeht. Okay, er ballert mit 5 durch. Ja, vielleicht ist 5 ein bisschen viel, mein Lieber! Vielleicht ist 5 ein bisschen viel!
Also ich bin da immer mit 5 rein, hab dann aber leicht angebremst auf Option. Leicht angebremst und dann aber auf 4 gegangen. Aber ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Da war ich mir nie hundertprozentig sicher. Mit X kannst du Scheinwerfer kurz aufblitzen lassen. Das ist ziemlich cool. Ist aber nur cool, ist ein Bonus. So, wo ist der Chat hier eigentlich? Das ist nämlich die erste Kurve, weiß ich gar nicht, ob man die wirklich komplett durchballern sollte. Dieses Geräusch ist einfach so, töte mich einfach. Oh Gott, Leute, ich bin viel zu lange nicht gefahren. Nee, kein Problem, du musst dich erst mal einfinden. Ganz kurze Ankündigung an alle, die jetzt vielleicht sagen, ist mir vielleicht ein bisschen zu robust, ein bisschen zu derb, dieses ganze Rennfahrer-Benzin-PS-Ding. Für alle Leute, die sich vielleicht so ein bisschen auf der intellektuellen Seite wägen, auch für die ist gesorgt, denn in einer halben Stunde machen wir die große Auslosung der Themen für die zweite Referateshow. Völlig richtig gehört. Nächste Woche Donnerstag findet die zweite Referateshow statt und heute werden die Themen dafür ausgelost. Also wenn das interessiert, einfach dranbleiben. Da könnt ihr bestimmt eine Menge lernen. Bist du hier vom Gas gegangen mal? Nee, gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich bin am Anfang gar nicht vom Gas gegangen. Da bin ich jetzt kurz angebremst und in 4. Ja, das glaube ich machst du ähnlich. Und jetzt ist aber die Frage, wann bremst man? Ja. Die alte Frage, wann bremst man? Ja. Chat fragt, hören wir heute auch die Themen? Nein. Themen hört ihr nächste Woche, wenn die Referenten stattfinden. Okay. Und ihr erfahrt heute natürlich auch, wer die Referenten sein werden, denn es wird ein anderes Ensemble sein. Ich kann aber schon mal verraten, dass ich auch wieder mit dabei bin. Aber ansonsten haben wir 3 Neuzugänge. Ich will die Perspektive wechseln. Wo geht das? Oh, das weiß ich nicht. L2, X2? Chat, schreib mal rein! Referat über Motorbremse incoming. Ja, das Konzept Motorbremse habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Aber ich weiß auch nicht, ob es so ausschlaggebend ist auf unserem Niveau. Er blinkt. Ich will einmal rechts abbiegen, bitte. Ist das schon mal passiert, dass Formel-1-Fahrer blinken durchgefahren ist? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, aber sie haben die ganze Zeit geblinkt wie so ein Trottel. Oh, Donny wird gefragt. Nein, Donny ist nicht dabei. Aber er wäre auch ein interessanter Gast. Und jetzt sag mal, dass die Fußpedalkamera nicht geil ist. Die ist doch Hammer. Hä? So, jetzt, wie hört man auf zu blinken? So, jetzt möchte ich einmal, könnt ihr in meinen Chat kurz schreiben, wie ich umschalten kann. Chat schreibt, Formel-1-Wagen haben keine Blinker. Okay, du blinkst auch nicht mehr, das ist schon mal gut. Aber du kannst auch ruhig mal Start drücken und Optionen und so, ne? Ah, da bremst er kurz an. Ja, jetzt ist die Frage, was ist wichtiger, Ideallinie oder Gas? Ja, die Kurve ist schwer. Das ist Kyoto übrigens, also da in der Gegend kann man vielleicht Hauke sehen, mal ganz kurz zwischen diesen Bäumen. Ah, nein! Ja, war zu weit außen, 3 ist zu hoch. Also ich habe für mich den Sweet Spot 2 ausgesucht für die Kurve. Auf den zweiten runter und dann ganz geduldig die Kurve nehmen und dann am Scheitelpunkt Gas geben. Okay. Let's go. Ein Fußvirtuose der Krane. Aber ich sag immer noch, dass es verboten ist. Du darfst nicht gleichzeitig die Füße auf Bremse und Gas haben. Weil wenn du Panik kriegst und dein Körper sich verkrampft und du beides drückst, dann geht der Wagen kaputt. Und dann bist du nicht nur tot, sondern dein Auto ist auch noch kaputt.
ich weiß nicht, ob das vielversprechend ist mit der Bremserei, aber habe ich jetzt auch erstmal nichts dagegen. Schön alle Pylonen umballern. Aber auch da, ne, zu früh gebremst, glaube ich, an der Bremskurve. An der Bremskurve zu früh gebremst? Ja, zu früh gebremst, glaube ich, ja, oder? Du warst langsam und dann hattest du noch ein gutes Stück vor dir, wo du langsam dümpeln musstest. Okay. Okay, let's go. Aber willst du die Perspektive ändern? Ja. Ja, dann mach das doch mal. Kümmere dich doch jetzt mal drum. Der Junge hat einfach zu viel Spaß am Fahren und am Blinken. Warte mal. Ich will in beide Richtungen gleichzeitig abbiegen. Na, warte mal. Wo. Könnt ihr das mal kurz. Option? Ja, probier's doch mal. Ideal. Dreieck oder Select? Dreieck oder Select? Rechts blinken, links fahren. Alter Rennfahrertrick. Dreieck? Select gibt's hier nicht. Ja, drück mal die Knöpfe durch. Drück mal den oberen Knopf. Guck mal. Welche willst du denn haben? Die finde ich gut. Wirklich? Guck mal, der hat dieselbe Anzeige wie wir auch. Okay, die nehme ich. Okay. So, jetzt haben wir's. Bin ich aber gespannt. Du glaubst, dadurch kannst du deine Performance verbessern oder geht's ums Feeling? Worum geht's dir? Es geht um die Performance. Gut. Alles klar. Oh, guck mal, der hat so eine grün-gelb-rote Anzeige für die Umdrehung. Oder die, ja. Ui, da zieht er schon direkt vorbei. Was das ausmacht bei Krane. Was das ausmacht, die Perspektive. Krane fühlt sich... Schön gedriftet! Das kann der Krane! In Kurven wegdriften, das kann er. Schön, schön, schön. Jetzt nicht übertreiben. Ja, und Gas. Geil. Meine Herren, also das ist auch mal ein richtiger Performance-Boost. Schönes Ding. Schöne Zeit. Silber. Wow. Ich bin beeindruckt. So. Lenkradansicht ist ein Muss bei Rennspielen. Da bin ich mir nicht sicher. Gehen wir es nochmal an. Schön. Das klingt wie so ein Raumschiff, wirklich. Das klingt wie so ein Star Wars. Der Krane geht bei der ersten Kurve da ins Micromanagement. Ich bin da einfach schön Bleifuß und durch. Ja, da kriegt man ein Gefühl für die Patina der Strecke, ne? Wirklich so, wo sind die Erhebungen? War nicht schlecht. Die Timings sind mittlerweile da. Oh, da wollte er zu viel. Ich glaube, man darf über Rasen fahren, solange man keine Kurven fährt auf Rasen. Dann geht's auch. Okay. Bisschen warm? Ich bin ein bisschen warm, aber geht. Ja? Bisschen Eis, ein Calippo? Wäre geil. Geht das eigentlich? Kann so ein Formel-1-Fahrer, wenn er in die Box fährt, sagen so, einmal kurz ein Magnum? Ein kleines Mandel. Die kleine Mandel-Magnum. Ein kleines. Oh, jetzt so ein Mandel-Magnum. Ey, warum sagst du sowas, Fabian? Schön. Oh, du kommst aber... Wow. Jetzt hast du gar nicht gebremst, ne? Nee. Ja. Ist, glaube ich, die... Du bist echt der Drift-Weltmeister, wirklich. Driften, das ist deins. Oh, schön! Wörl wäre stolz auf dich. Wörl, ja. Nee. Die Pause kurz vor der Planke einfach so voll auf die Planke. Ja, Pause, ich glaube, ich setz mal zurück hier. Oh, der Anfang war aber gut. Okay, also der...
Oh, jetzt kommt ein Rennfahrer-Gag. Nicht alle, aber Kimi Räikkönen schon. Ja, doch, der kommt an da. Merke ich doch. Warum? Nee. Ja, verstehe ich auch nicht. Manchmal, warum komme ich hier raus aus der Kurve? Ich glaube, da geht es echt wirklich um die Linie. Dass du eigentlich so... ich glaube, du musst so früh wie es geht die volle Lenkkraft entwickeln. Ja. Ich glaube, du kannst ein bisschen mehr außen in Aussicht. Aber das sind echt Feinheiten. Aber es macht echt schon Unterschied. Guck dir das an, das sind 20 Meter. Nicht schlecht. Schön Kakao. Ja, nee, aber das Driften ist sowohl dein Segen als auch dein Fluch. Ja. Das ist wirklich... Ich war noch zu früh, glaube ich. Ich war sogar noch zu früh. Ja, ja. Ja. Die Kurve geht mit Vollgas einfach nicht sauber, sagt Benjamin R. Ich weiß nicht, ob Benjamin R. in der Rennfahrer-Community bekannt und geschätzt ist oder ob das jetzt einfach nur die Meinung eines Laien ist. Nee. Aber ich glaube, er hat recht. Ich glaube, da ist was dran. Aber die Frage ist denn immer, ist sauber denn immer auch wirklich das Ziel? Was haben wir für einen Wagen eigentlich? Wir haben einen Nissan GT-R GR4. Ich finde, man darf sich da nicht verkünsteln. Man darf sich da nicht verkünsteln. Ja, aber vielleicht ist es schon ein Vorteil. Oh, die 5. Boah, da bist du aber mutig, die 5. Nee. Mit der 5 durch die Schlängelei? Ja, zu schnell. Nee, glaube ich auch nicht. Zu schnell. Glaube ich auch nicht. Da muss schon die 4 ran. Richtig schönes Kfz. Yep. Ein echter Rennfahrer macht sich auch schmutzig. Sehr guter Kommentar von Sneepshot. Finde ich super. Ja, guck mal, das geht doch. Jetzt hast du aber ein bisschen angebremst, ne? Du lässt vom Traum nicht ab. Schön. Schön. Oh, ist noch zu retten, ist noch zu retten. Eins. Oh, in eins. Kleiner Tipp an der Stelle. Versuch mal Fehler zu vermeiden. Ja. Nee, echt, versuch mal rauszunehmen. Ja. Weil manchmal habe ich das Gefühl, du fährst so wirklich volle Lotte auf den Fehler zu. Ja, ja. Und versuchst gar nicht kurz nochmal zur Seite zu springen. Du sitzt viel zu hoch. Schreibt jemand. Ah, sehr gut. Kinder sitzt runter oder was? Ich mag das gar nicht, im Auto so tief zu sitzen. Viele finden das ja cool. Aber ich mag es auch. Ich mag das gar nicht. Immer wenn ich in so einen Carsharing-Wagen steige, immer hau ich den Sitz hoch. Immer. Wahrscheinlich gibt es da draußen irgendjemanden, der immer sagt, warum sind die so hoch? Ich mache die immer niedrig. Und das ist einfach der ewige Kreislauf des Lebens zwischen uns beiden. So. Nur tief ist gut, schreibt Zwieback mit Honig. Also zwei krude Ansichten in einem Post. Zwieback mit Honig ist Bullshit und nur tief ist gut ist auch Nonsens. Ist auch gut für den Rücken, wenn du aufrecht sitzt, als dieses Gelümmel da. Kann ich nicht haben. Und es ist leichter auszusteigen. Wer tief sitzt, macht sich nämlich zum Trottel, wenn er aussteigt. So, jetzt volle Konzentration. Schön sanften. Durch sanften. Gut, schön. Dranbleiben. Außen. Schön. Geduldig. Ja. Was war's? Woran lag's? Feedback. W-
Was war mit der Kurve los? Bremskurve, du bist geschlittert. Was war denn da los? Warum? Ja, also entweder warst du zu schnell, als du eingelenkt hast. Oder war ich zu wenig weit außen? Oder du hattest eine komische Linie. Okay, okay. Jetzt habe ich meinen Sitz ein bisschen besser verbessert. Niedrig oder höher? Weiter zurück. Okay, Rückenkraft. Weiter zurück, okay. Okay, alles klar. Fabian ist jetzt eingeklemmt. Ja. Offiziell eingeklemmt, jetzt geht's los. Dann war der Gang zu niedrig, zu spät und zu lange gebremst. Aber warum ist er dann aus der Kurve zugeflogen, wenn er zu lange gebremst hat? Müsste er dann nicht einfach nur zu langsam durch die Kurve kriechen? Jetzt wird's ernst. Fabian klemmt sich hinter den Sieg. Ja, das war jetzt worst of both worlds. Sowohl gebremst als auch rausgeflogen. Ich glaube, du darfst dich bei der ersten Kurve nicht zu sehr verkünsteln. Baller da einfach durch und konzentrier dich auf den Rest der Strecke. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Weil dir das Gas durchdrückt wie Sau. Ah, okay. Verstehe. Also er hat zu lange gebremst und dann zu schnell wieder Gas gegeben. Gut, schön ansanften. Schön ansanften. Außen? Ja. Klassisches Außen, Außen, Außen. Aber kann auch funktionieren. Nee. Nee. Ah, die Bremskurve ist die schwere, ne? Ja, die ist echt, ich versteh's noch nicht ganz. Ich versteh's noch nicht ganz. Ja, warte, mach mal kurz Stopp. Mach mal kurz Stopp. Lass noch mal kurz Theorie. Also, wir gehen noch mal rein. Okay. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu visualisieren, aber mach mal durch. Fünfer, das machst du gut. Die nimmst du echt gut. Ja, nicht schlecht halt. Das ist Krane-Style mit Drift. Wow. Nein! Ach! Och, das war so schön. Ja, weiß ich gar nicht. Also nochmal ganz kurz. Ganz kurz. Was auch oft angesprochen wird, ist, dass du rutscht, weil du bremst, während du lenkst. Die Idee ist ja, du bist ganz außen, bremst nur, während du gerade bist und sobald du aufhörst zu bremsen, lenkst du ein, ja, nimmst die Kurve und ab dann am Scheitelpunkt wieder Gas. Das heißt, ja, du musst ab dem Punkt dann schon ausgebremst sein, wo du direkt einschlägst. Du hast völlig recht. Und dann kommst du ja nicht mehr raus. Klar, jetzt sagst du, das Regelbuch liegt im Müll, ich habe meine eigenen Regeln, ich will die Kurve driften, da kann ich dir nicht helfen, weil da machst du Freestyle, da bist du völlig in the zone in deiner Welt. Da kann dir niemand helfen. Der Chat schreibt auch noch mit Gefühl, aber gut, das ist jetzt natürlich so ein bisschen auf dem Niveau von vermeide Fehler. Ja, die machst du gut, da gewinnst du immer Zeit. Ich habe das Gefühl, du bist noch ein bisschen zu schnell in der Kurve. Ja? Ich glaube, du kannst, weil du bist jetzt auch mit 3 gefahren, also... Ja? Ich glaube, du kannst ruhig noch ein bisschen langsamer. Okay, okay. Weil wenn du langsamer bist, dann fährst du ja auch eigentlich eine kürzere Linie. Weil je schneller du bist, desto weiter außen musst du in die Kurve. Und desto später kannst du wieder Gas geben. Ja. Und das Wichtige an der Kurve ist ja, du willst ja so früh wie es geht dann wieder Gas geben. Das heißt, wenn der Winkel groß ist, langsam Geschwindigkeit und dann Gas, dann kommst du gut wieder raus. Ja, du, ja, es... Das klingt auf jeden Fall plausibel. So, und das ist immer ein Genuss. Also das ist ein Genuss, wie du diese Kurve nimmst, ist ein Augenschmaus. Es ist ein Traum. Das macht keiner so wie du.
Ja, 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 Gas, 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 Gas! Ja, das war gut. Das war nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wenn du die Verbesserung jetzt noch ein paar Mal weitermachst, dann haben wir's. Ja, geil. Ja, ja. I got it. I got it. Sehr gut. Ja, okay, du lässt ein bisschen ab, ne, vom Gas. Diese erste Kurve ist ein Mysterium. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Der Rest ist easy. Oh, butterweich. Butterweich, zart. Das ist ein Schaumkuchen. Das ist ein Soufflé, Fabian Krane. Oh, da macht er den Wagedrift. Ist das wieder so ein Krane-Moment? Ist das der unerklärbare Krane-Moment? Trägt er das ins Ziel? Nein! Tu es! Oh, fuck! Die hast du gekrannt! Ich weiß nicht, ob. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, zu driften. Können wir, gehst können den wir die Wiederholung Weg. Sehen? Du gehst halt einfach den Kraneweg. Können wir die Wiederholung sehen? Ich weiß komm, wir nicht, gucken, wir ich gucken, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Die gucken uns an. Die gucken uns an. Gucken uns an. Ja, die erste Kurve ist, glaube ich, mittlerweile, ja, niemand weiß es, aber sie ist gut. Und jetzt, oh Gott, schau dir das an. Oh, das ist eine Puddinghaut. Ist das sanft? Ist das zart? Ach, ist das herrlich. Und jetzt, der Drift. Oh, er kommt in Schlingern. Verpasste die Kurve. Nein, er nimmt sie perfekt. Eigentlich habe ich sie perfekt genommen. Ja, ich glaube, ich habe sie perfekt genommen. Weiß ich gar nicht. Aber hier. Ja, da hast du, ja, hast du ein bisschen geschludert. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das dein Ziel sein sollte, die Kurve so zu nehmen, weil da bist du jetzt schon echt in Schlackern gekommen. Aber gut. Ich habe das Gefühl, dir kann man eh nicht sagen. Du bist eh schon off the road. Du naja, bist ja, nicht ja, einfach ja. Offroad. Ich meine, der Fahrlehrer kneift sich, klemmt sich komplett in den Rücksitz ein gerade. Wahnsinn, nochmal eine. Ja, geht doch. Oh, das ist oh, herrlich, das ist ein Sorbet. Das ist ein Sorbet, das ist ein Mousse au Chocolat, diese Kurve. Krane, das machst du wie kein Zweiter. Aber jetzt, aber jetzt. Ja, und Gas, 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 Gas. Nicht schlecht. Die war ordentlich. Was sagst du? Ich glaube, die waren noch einen Hauch zu schnell, ehrlich gesagt, aber ich weiß es selber nicht. Es ist gar nicht so leicht, da immer das richtige Feedback zu finden. Ja. Brauchst du ja auch gar nicht, du kommst ja eh ran. Aber nur, um für mich das Verständnis so ein bisschen zu erhöhen. Vielleicht sollten wir uns davor angucken, wie es perfekt ist, ne? Damit wir mal zumindest eine Orientierung haben. Driften ist schlecht für die Reifen, ja. Stimmt. In die Reifen denkt mal wieder niemand. Wunderschön. Wunderschön. Herrlich. Oh, die Kurve. Also ich glaube, jetzt wird es ein bisschen Rallye-Fahrerig, oder? Wie du da über die Wiese ballerst. Okay. Jetzt kriege ich ihn. Aber das war knapp. Nee, war nicht knapp. Ja, aber gut, war trotzdem gut. Aber der Krane-Drift, ey. Walter, ich komme! Widmest du diese Runde Wörl? Diese Runde widme ich Wörl. Gut. Schön, jetzt einfach mal genießen. Einfach mal zurücklehnen und diese Kurve genießen. Wie der Krane das macht. Das ist ein absoluter Traum. Das ist ein Mousse au Chocolat. Das ist eine kalte Windböe an einem heißen Sommertag. Schön, gut.
So. Sorry, Leute. Ich aber ihr kennt so, das Spiel ja mittlerweile. Der Fahrlehrer hat jetzt schon einmal genervt auf die Uhr geguckt. Nach Runde 20, aber er hat Zeit. Er sagt, ja, passt schon, ja, passt schon. Wenn's du in der nächsten Runde mal im Vincent Smooth vorbeifährst, dann passt es schon, gell? Vincent. Schön. Den Anfang machst du echt mittlerweile gut. Es ist diese eine Kurve. Aber die macht eben alles aus. Und das ist eben das Faszinierende am Rennsport. Aber mittlerweile ist er wieder ein bisschen gierig mit der Fünfer durch den Schlänger. Ja, nicht schlecht! Nicht schlecht! Ja! Oh, der Schluder da! Oh, da war er zu gierig! Oh Mann. Zu gierig! Du darfst nicht zu gierig werden! Diese Schlängern, da kannst du am Ende noch mal rausballern. Ja. Ah, schade, ey, schade. Da geht was am Limit, am Limit, am Limit. Der holt ja wirklich jetzt jeden Millimeter raus. Jetzt wirst du zu ungeduldig, glaube ich. Atme mal durch. Jetzt wirst du zu ungeduldig. Willst du noch einen Test machen? Willst du noch einen Alkoholtest machen? Wir haben noch genug da. Kurve. Oh, herrlich. Oh, das ist schön mit Käse überbacken. Richtig knusprig. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt einfach nur nach Hause bringen. Nach Hause bringen. Bring das Ding nach Hause. Pizza auf dem Beifahrersitz. Einfach nach Hause bringen. Jetzt nicht die Packung aufmachen. Nicht die Kasten aufmachen. Ist Bronze, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ey, jeder beendete Fahrt ist gut. Jede ja, beendete ja, Fahrt ja, ja, Bronze ja, ist ja. Gut. Okay. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Na gut. Na gut, du kommst näher. Ich komm näher, komm. Du kommst näher, mit jeder Runde ein bisschen näher. Fabian in the Zone. Ah, sehr schön. Er hat den Scheinwerfer entdeckt. Sehr gut. Das ist immer wichtig. Nächstes Mal ein Rennen. Ich weiß ehrlich gesagt, das ist ja die Frage. Wir wissen noch nicht, was wir machen, wenn wir unseren Lappen haben, wenn wir einen Führerschein haben. Wir werden natürlich erstmal auf dem Schulhof fahren oder so ein paar Donuts drehen auf dem Parkplatz. Das ist klar.
was man halt macht, wenn man seinen Führerschein gerade bekommen hat. Schön dann einfach den Daihatsu Move von der Mutter ausleihen und schön damit einfach einmal bei den Kumpels vorbeischauen. Oh, ich glaube, was jeder gemacht hat mit dem Führerschein, ist erstmal schön McDrive. Erstmal schön McDrive. Lappen bekommen, McDrive mit allen Kumpels. Geil. Was ist das Problemfeld gerade? Dieses, ich bin immer noch bei dieser Kurve. Ich check's, ich denk, ich... Scheiße, zu spät geschalten! Nee. Lass es mal ganz kurz ins Video reingucken. Lass es mal einmal ins Video reingucken. Verlassen? Lass uns mal ins Video reingucken, würde mich nämlich auch mal interessieren. Was da die perfekte. Wahrscheinlich gibt es da auch wieder so Markierungen am Rand, die wir einfach nicht sehen die ganze Zeit. Okay. Genau. Ja, genau. Ja, Video. Okay. Lass uns mal genau anschauen. This is the graduation test for the beginners section. You should now have the necessary skills to drive efficiently around the track. Der hat die Sicht. Remember what you have learned and try to drive a full lap without any errors. Ja, aber er geht auch ein bisschen vom Gas, ne? Bisschen, ne? Aber kein Bremsen. 4, 5. Ja. 4. Er bleibt auf 5. Wow, aber er geht vom Gas. Ganz, ganz links, ganz außen. Auf 3. Der bremst doch gar nicht. Doch, aber der bremst. Der geht am Ende noch beim Bremsen schon nach rechts rein. Und der bleibt dann auf 3. Der bleibt dann auf 3. Boah, das ist ja verrückt, ey. Der bleibt dann auf 3. Der schaltet nicht hoch. Okay. Das mach ich auch so. Der geht echt ganz schon. Der lenkt schon ein, während er noch bremst, glaube ich. Oder so ganz kurz danach. Komisch. Wow. Aber ich glaube, das ist halt immer dieses eher vom Gas gehen als Bremsen, ne? Glaube ich. Hat man hier auch ab und zu gesehen. Ich mach mal die Sichtweise. Ja? Ich glaube, die ist besser. Die Motorhaube? Ja, Motor. Ja. Stoßstange ist es doch, glaube ich, oder? Oh Gott, das ist aber geil. Das ist geil. Ich meine, Autos sehen so. Das ist halt wie Autos sehen. Oh mein Gott! Du fühlst dich schnell? Ja! Ja, könnte funktionieren, ist aber echt riskant, damit 3 durchzuballern, aber okay. Schaffen wir, Chat. Komm jetzt nochmal hier alle Monkers dir in Chat. Komm. Ja, alle Monkers dir, los geht's. Komm. Los geht's jetzt. Endlich die Schikane richtig genommen. Schikane bedeutet, wenn man so links, rechts hin und her ballert, ne? Oder was bedeutet Schikane? Du spielst einfach mit dem Feuer, ey, wie du da in die Bremskurve einfährst. Aber war okay, pass auf. Schikane ist die Kurvenkombination vor der S-Kurve. Schikane ist die S-Kurve, alles klar.
Und jetzt Vollgas, genau. Jetzt überhole ich ihn. Fünfter Gang. Ein bisschen vom Gas. Wieder ein bisschen drauf. Ein bisschen runter. Raus aufs Gas. Okay, alles klar. Wir sind drin. Gut. Einlenken. Einlenken. Und wieder auf das Gas. Okay. Schön. Schönes Ding. Und jetzt. Ja, gut. Das geht echt nicht schlecht. Okay, Leute. Ey, du bist auf einem guten Weg. Wir sind auf einem richtig sauberen Weg. Fünf Minuten. Du hast es 0,7 Grad weggenommen von der letzten Zeit von dir. Das sind Riesenschritte. Eine Schikane ist ein Streckenteil, der extra verändert wurde, um Speed rauszunehmen. Aha, okay. Also keine Kurve in dem Sinne, wo sich die Streckenrichtung ändert, sondern eher und jetzt bisschen runternehmen. Bisschen vom Gas. Jawohl. Vom Gas. Aber die sieht schon echt gut aus. Nein! Ich darf nicht hochschalten. Zu gierig. Raus, ja. Und ich kann wieder früher aufs Gas in der Kurve. Ich merke ja, das. Ja, aber das sah gut aus, ja. Ja, so. Ja. Wenn du da mehr Geschwindigkeit mitnimmst, ja. So. Nee, alles gut. Und ein bisschen vom Gas. Ganz zart, ganz sanft. Mm. Oh, herrlich. Herrlich. Ich glaube, theoretisch war es richtig. Ich war nur vorher schon zu langsam. Aber ich glaube, so eine Runde ist besser, als wenn du ausscherst. Ja. Lieber durchfahren und nicht zu gierig und dann einfach leicht steigern jedes Mal. Ja. Ja. Schön. Da kannst du gut was rausholen. Ja, nicht schlecht. Jetzt nicht übertreiben. Was war das? Nice, das ist fast Silber. Ich bin dran, Leute. Nice. Komm. Wahnsinn, was da für Unterschiede sind, ne? Teilweise bist du da schon ein gutes Stück vor ihm. Nicht schlecht. Fehler vermieden. Da wurden einige Fehler vermieden. Okay. Übrigens für alle Freunde des vermittelten Wissens, im Anschluss findet die Themenauswahl für die nächste Referatoshow statt. Markiert euch das schon mal im Kalender. Donnerstag, 17 Uhr, kommender Donnerstag, 17 Uhr in einer Woche, Referatoshow Teil 2. Über was geht's? Weiß man nicht. Werden wir heute selber erst erfahren und haben eine Woche Zeit, ein Referat vorzubereiten. Ja, komm.
Schön, schön, schön. Oh, der war gut. Der war richtig gut. Könnte Silber werden. 28. Ah. Knapp. So, komm, Leute, einen machen wir noch. Na klar, das geht. Zwei noch. Das geht. So viel Zeit haben wir. Heute holst du Gold. Easy. Es ist wie ein Dialog. Zwingst du die Reifen zum Schreien, solltest du weniger Druck machen. Okay. Viel Geschwindigkeit, aber lange Strecke halt dann, ne? Schön. Zieh! Silber, locker, der mit Silber! Da ist er! Schön. Gutes Silber. Ey, das sind nur noch. Das ist nur noch 0,1. Ja, komm. So, jetzt. Sauna, mega. So, komm. Fehler vermeiden. Whirl im Ohr. Roll. Schön Gas durch. Die Fußcam hat heute richtig zu arbeiten hier bei dem. Da ist richtig was geboten. Oh, da hat er richtig guten Speed. Schön. Herrlich, herrlich. Nicht zu gierig. Traum! Jetzt nicht übertreiben. Sicher nach Hause bringen, das Ding. Sehr gut! Nein! Zieh! Der geht! Ah, wie ärgerlich. Oh, der war richtig gut. Ich war die ganze Zeit vorne. Du musst dann einfach. Du musst es sicher nach Hause bringen. Ja, so ein Ding. Keine Kapriolen dann. Schwierig. Schade. Geil! Richtig ballern hier! Speed! Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit! Nee, das ist schon zu weit weg, was ist da los? Falsch getankt vielleicht. Diesel? Ist es ein Diesel? Weiß ich nicht. Ich stand auf der Bremse. Aha! Das ist die Zwei-Fuß-Taktik! So, bewiesen! Zwei-Fuß-Taktik ist schlechter als Ein-Fuß-Taktik. Oh, so stark. Perfekt. Absolut perfekt. Zu wörlich. Zu spät gebremst, ne? Ich verstehe die Dreiernummer eh nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann im dritten Gang durchzufahren. Jawohl. Da komme ich raus aus der Kurve. Schön. Oh, das sind Geschwindigkeiten, 200 km/h. 200. Ja, Gas. Sehr gut, dranbleiben. Jetzt keine Kapriolen. Locker. Ja, zieh, 47. Okay, es ist eng. Klar, das Ding. Das Ding holst du. Ich hol es noch, komm. Das Ding holst du. Da holt er immer was raus, ne? Das ist schon gut. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber da geht immer noch was. Hier hole ich dich aber. So, Schikane, schön genommen, herrlich.
zu spät, zu gierig, da ist er gierig. Einmal Gruß ans Publikum. Aber das ist auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall. Locker. Gib dem Chat, was sie wollen. Gib ihnen den Speed. Ihr wollt es. Ihr kriegt es. Geschwindigkeit. Gib ihnen den Rausch. Den Fahrtwind. Die Gehkräfte, die Fliehkräfte. Den Geruch von verbranntem Gummi auf heißem Asphalt. So. Stark. 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 Eingeklemmt. Stark. Vorbeigezogen. Keine Chance. Geht! Geht doch! Bescheiden, 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 bescheiden! Ziehen! Ah, oh Mann, da kann man nichts mehr machen. Das ist auch so gemein, dass diese Endstrecke noch so lang ist. Ja, ja, ja. Ja, die Kurve war schön. Ja, so. Ich glaube, man kann richtig mit richtig Speed noch... Ich habe jetzt was raus. Okay, alles klar. Fabian hat es geknackt. Ich hab's ja geknackt. Ich muss noch früher bremsen. Aber die Kühlerhaubenansicht, die hat sie angetan, ne? Die ist es. Ja. Ja, ja. Da raus hier. Hier raus aus der Kurve. Nice, schön. Boah! Das sind Geschwindigkeiten, über 200. 200 Dinger. 200 Knoten. Oh, wirklich! Richtig wörtlich! Den habe ich bis hier, habe ich den Schreien hören! Wow! Kann man aber auch machen. Ja! Okay, okay, noch. Einen letzten. Wie viel? Okay, schaffen wir das schaffen wir. Schaffen wir in einer Viertelstunde. Jawohl. Jetzt zieh da rein, gut. Links vorbei hier. Schön. Oh, da holst du so viel Zeit raus, Mann. Das ist so gut. Knapp. Aber meinst du, die Kurve passt so von der Theorie? Ich weiß, ja. Weil ich meine, es ist jetzt halt ein anderer Ansatz, ne? Ja. Dass du halt versuchst, möglichst viel Geschwindigkeit noch mitzunehmen, anstatt die Kurve eng zu nehmen. Also du machst jetzt halt ein klassisches AMA, außen, Mitte, außen, und versuchst dafür Geschwindigkeit zu übernehmen, aber musst da halt echt, schlenkerst da halt echt gut raus. Und dadurch ist dann wieder der Weg länger. Aber ich weiß auch nicht, was stimmt. Das sah im Vorbildvideo schon so aus ein bisschen, ne? Ja. Oh, jetzt bescheiden. Ruhig bescheiden nach Hause holen. Zieh! Oh, wir sind überhaupt nicht! Der ist gut! Ah, 0-1-4 für Gold! So knapp! Okay. So knapp! Okay, Leute. Heieiei. Jetzt schaffe ich's. Ich schwör's. Ich verspreche es euch. Puh! Heieiei. Ah, schön. Traumhaft. So, und jetzt? Nee.
Nee. Das sind die Ansprüche. Nee, das sind die Ansprüche. Nee. Komm, bitte, das ist der Anspruch. Lass mich in Ruhe jetzt. Ja. Gut. Da komme ich raus. Gut. Schön vorbeigezogen. Dranbleiben. Fehler vermeiden. Krane, vermeide sie. Vermeide jetzt bitte jeden Fehler. Oh, nicht schlecht. Gas, jetzt kommt sie. Ziehen. Oh, das ist gut. Silber. Okay, ein noch. Letzte Fahrt. Du holst jetzt relativ verlässlich Silber. Also, ja. Das ist ein gutes Silberniveau. Mhm. Da kann man schon stolz drauf sein. Da ist er sofort auf Sekunde 1 ist er da. Zack. Da lohnt sich die Cam. So, lang. Ruhig. Wörtlich. Mit Gefühl. Spüren. Den Fahrtwind in den Haaren. Herrlich. Ja, sehr gut. Das ist ein Soufflé. Das schmilzt auf der Zunge wie Genuss. Sehr gut. Oh, gut. Mitnehmen. Zieh. Ah, das war zu wörtlich. Der alte Wörl. Ah. Das sieht man noch. Die Leitlinie ist doch innen und du kommst immer nach außen ab, verlierst jeden Schwung. Ja, aber er fährt's ja wörlich nach seinem Vorbild Walter Wörl. Er will ja driften. Wörlich hätte das nicht gewollt. Wörlich ist nie Formel 1 Weltmeister gewesen. Er war nie DTM Weltmeister. Er war nie Formel 3000 Weltmeister. Er war nie Formel 2 Weltmeister. Er war nie Tour de France Weltmeister. Er ist eine lebende Legende, okay? Ja, aber heute habt ihr es nicht geschafft, Fabian. Du musst aufgeben. Du musst Fabian sagen, heute ist es nicht drin. Ein anderer Tag, neues Glück. Wahrscheinlich wird es eines Tages kommen. Aber Fabian, du hast Silber geholt. Das ist bestanden. Du hast jetzt als Einziger den Führerschein und ich nicht. Ich habe jetzt eine Woche lang den Führerschein und du nicht. Ist völlig richtig. Vielleicht sogar mehr, weil wir nächste Woche die Referate schon machen. Apropos, da haben wir noch eine Ziehung der Themen vor uns. Die werden wir uns jetzt anschauen. Das war Gran Turismo für diese Woche. Hochgeschwindigkeit. Fabian Krane hat leider die Fahrerlaubnis nicht erhalten und ich würde sagen, mit Rückblick auf letzte Woche, trinkt fürs nächste Mal gerne wieder ein Bierchen, oder? Schaltet auch das nächste Mal einen Like, Kommentar für dieses Video da lassen, bitte. Das war Gran Turismo. Mein Name ist Fabian Krane, das ist Florentin Will und wir sehen uns auf dem Nürburgring. Mach's gut, bis dann.